Kunst für alle wollte er sammeln und zeigen, als der Bankierserbe und Mäzen Karl Ernst Osthaus im westfälischen Hagen das Folkwang-Museum gründete. Und der junge Mann interessierte sich nicht nur für die alten Meister, sondern auch für die damals neue, aufregende und revolutionäre Kunstrichtung, den Expressionismus. Mit Gemälden und Skulpturen von Paul Gauguin, Edvard Munch und Frank Mark. Seit 100 Jahren steht nun das Museum Folkwang in Essen und im Jubiläumsjahr darf natürlich auch eine große Ausstellung der Expressionisten nicht fehlen. Am Samstag öffnet sie ihre Türen. Ingrid Bertram und Dominik Braun haben sich schon mal herumführen lassen. Farben, Formen, pure Gefühle, wie bei Franz Mark. Es war der Aufbruch in die Moderne. Ob Ernst Ludwig Kirchner oder Emil Nolde, vor über 100 Jahren kamen die Künstler hier in eine der ersten Sammlungen der modernen Kunst. Heute bekommen die Museumsführer die neue Zusammenstellung der Expressionisten im Folkwang das erste Mal zu sehen. Argelia Ördü studiert Kunst und Geschichte auf Lehramt. Ab Samstag führt auch sie durch die Ausstellung. Ich finde es bemerkenswert, also neben den ganzen Highlights der Ausstellung, dass man viel über die Nachkriegszeit der Bilder erfährt und auch die Beziehungen zwischen den einzelnen Künstlern und dem Museum Folkwang finde ich wirklich beeindruckend. Denn schon um 1900 entdeckte der junge Sammler Karl Ernst Osthaus die Expressionisten und begeisterte sich für sie. Er hatte enge Kontakte zu ihnen, etwa auch zu Edvard Munch. Kaufte von ihnen direkt viele der Kunstwerke. Nach seinem frühen Tod wanderte die Sammlung ins heutige Folkwang. Auch nach seiner Zeit blieb das Museum den rebellischen Künstlern treu. Es war provokant, es war markant, es war auch für den Kunstgeschmack der Zeit provozierend. Und sie wollten aber genau diese Auseinandersetzung mit der Kunst suchen und haben sich sozusagen dann gemeinsame Sache gemacht mit den Expressionisten. Zu viel der Provokation für die Nationalsozialisten. Im Dritten Reich zählte der Expressionismus zu der sogenannten entarteten Kunst. Die mehr als 1200 expressionistischen Kunstwerke wurden ins Ausland verkauft. Keins blieb übrig. Seit Ende des Krieges sucht das Museum nach den Bildern. Dieses konnten sie zurückkaufen, das Selbstbildnis mit Kamelienzweig von Paula Modersohn-Becker. Nur eines von 25 Kunstwerken der ursprünglichen Sammlung, das wieder im Folkwang ist. Die Anzahl der Werke, die wir tatsächlich wieder erwerben konnten in den Jahren nach dem Krieg, die ist überschaubar. Aber meine Vorgänger haben sich bemüht, eben auch andere Werke der gleichen Künstler zu erwerben. Und heute haben wir wieder eine expressionistische Kunstsammlung, die in die Tausende reicht. Die Expressionisten, sie leuchten wieder im Folkwang und können ihre Ausdruckskraft entfalten. Ich fände es halt super, wenn die Leute hier rausgehen und ein Stück von der expressionistischen Kunst dann mit sich tragen und mit einem Stück expressionistischem Gefühl. Ab Samstag kann Argelia Ördü die Besucher dafür begeistern.